Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns schwimmen! Ziemlich cool, oder, Peppa? Papa, Schorsch braucht neue Schuhe, nicht du. Oh, ja. Heute kauft die Familie neue Schuhe für Schorsch. Hallo, Frau Mümmel. Wir brauchen neue Schuhe für Schorsch. Schorschs Schuhe sind schon sehr alt. Da habt ihr Glück. Im Schuhgeschäft sind viele Schuhe. Wir finden für Schorsch das perfekte Paar. Hurra! Zuerst müssen wir deine Füße abmessen. Bitte gib deinen Fuß in das Messgerät. Frau Mümmel misst deswegen Schorschs Füße ab, damit sie ihm Schuhe in seiner Größe zeigen kann. Deine Füße sind sehr klein. Ja klar, weil Schorsch ist ein Baby. Oh. Nein. Schorsch ist kein Baby. Folgt mir bitte. In diesem Bereich haben wir alle unsere sehr kleinen Schuhe. Welche Schuhe gefallen dir, Schorsch? Schuhe. Das hier sind Bowling-Schuhe. Schorsch geht liebend gern bowlen. Und er liebt Bowling-Schuhe. Sollen wir diese Schuhe für dich kaufen, Schorsch? Schuhe, Schuhe. Das sind Steppschuhe zum Stepptanzen. Die sind wahnsinnig laut. Wie bitte? Schorsch liebt es, großen Lärm zu machen. Vielleicht sogar zu laut. Schuhe. Das sind Clownschuhe. Schorsch liebt Clownschuhe. Die sind zu groß. Und Schorsch ist ja sehr klein. Schorsch probiert ganz viele Schuhe an. Stiefel. Sandalen. Und sogar alberne Schuhe. Aber das richtige Paar ist nicht dabei. Schuhe, Dinosaurier. Das sind Pantoffel, Schorsch. Das sind keine Schuhe. Schuhe! Die sind genau wie deine alten Schuhe. Schuhe! Schorsch möchte ein neues Paar Schuhe, das genauso ist wie seine alten Schuhe. Sehr gut. Wir nehmen die hier, Frau Mümmel. Frau Mümmel? Ich bin hier drunter! Schorsch liebt seine neuen Schuhe. Und er liebt auch das Schuhgeschäft. Alle lieben das Schuhgeschäft. Peppa und Schorsch helfen heute Papa Wutz dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Peppa. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Tschüss. Dann druckt die Kamera das Foto aus. Guck mal, ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Sag tschüss. Tschüss. Jetzt macht Peppa Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß. Kamera. Viel Spaß. Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig. Also seid sparsam damit. Schorsch hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je, jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Oh, aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Wutz' Handykamera hat Schorsch einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, Schorsch. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Peppa und Schorsch macht das Fotografieren Riesenspaß. Die Handykamera hat über Mama Wutz einen Blumenfilter gelegt. Sag tschüss. Oh. Und Opa Wutz bekommt einen schicken Hut. Peppa, Schorsch und Papa Wutz sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Oh,
Hallo, Herr und Frau Vogel. Oh. Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle. Tschüss. Was für ein lustiges Foto. Papa Wutz möchte Peppa und Schorsch bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Peppa und Schorsch kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, Schorsch. Vogel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Hallo, alle miteinander. Peppa und ihre Familie besuchen heute ein Konzert von Madame Gazelles Band, die rockenden Gazellen. Ich sehe echt gar nichts. Ach, wie ist es jetzt? Hurra! Danke. Du meine Güte. Gerald Giraffe sitzt auch auf den Schultern seines Papas und versperrt so allen die Sicht. Oh, hallo Peppa. Hallo Sauce. Gerald und sein Papa sind zur Seite gegangen. Jetzt haben wieder alle freie Sicht. Und eins, zwei, drei, vier. Das Konzert macht allen riesen Spaß. Peppa und Papa Wutz tanzen zur schönen Musik. Macht es dir Spaß, Peppa? Ja. Macht es dir auch Spaß, Schorsch? Schorsch? Oh. Peppa und Papa Wutz sind unabsichtlich mitten in die tanzende Menge geraten. Wir werden euch bald finden, Mama Wutz. Was? Ich sagte, wir werden euch ganz bald finden. Aber hier sind keine Blinden. Viel Spaß, Schorsch! Oui! Alle tanzen zur Musik! Es ist, als wären wir in einem großen tanzenden Schwimmbad. Hier gibt es sogar einige aufblasbare Strandbälle. Getroffen! Gut gemacht, Peppa! Oui! Dankeschön, danke! Ups. Entschuldigung, Herr Bulle. Entschuldigung, Madame Gazelle. Keine Sorge. Das passiert mir andauernd. Alles okay. Ich liebe Popmusik. Im Grunde erinnert mich das an mein nächstes Lied. Eins, zwei, drei, vier. Peach, Patch, Seifenblasen, fasst du sie an, dann platzen sie. Peach, Patch, lass sie platzen, Seifenblasen, juhu. Peach, Patch, Seifenblasen, fasst du sie an, dann platzen sie. Ihr habt uns entdeckt. Mama und Schorsch Wutz haben sich auch bis in die erste Reihe nach vorn getanzt. Madame Gazelle hat Peppa und ihre Familie eingeladen, zu ihr auf die Bühne zu kommen. Pitch, Patsch, Seifenblasen, fasst du sie an, dann platzen sie. Pitch, Patsch, Seifenblasen, lass die Seifenblasen platzen, juhu, hurra! Alle finden Madame Gazelles Konzert super und alle lieben ganz besonders das Seifenblasenlied. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Hurra! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh. Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf
ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Pippa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Miam, miam, miam. Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht riesen Spaß. Wow. Oh. Gut gemacht, Edmund. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team. Gute Idee! Hui! Geschafft! Danke, Emily! Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Da
Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Oh. So, und so spielt man Shuffleboard. Mein Puck liegt in der hintersten Zone. Dafür kriege ich einen Punkt. Wow. Wow. Peppa und ihre Familie lernen heute auf dem Kreuzfahrtschiff, wie man Shuffleboard spielt. So, Opa Wutz kann jetzt entweder meinen Puck wegstoßen oder seinen in das Dreieck schieben, um Punkte zu sammeln. Ich werde es versuchen. Opa Wutz hat den Puck von Oma Wutz in Schorschs Sandburg gestoßen. Das gibt 2 Punkte für mich. Darf ich auch mal? Ja, nimm den Q-Stab und schieb den Puck damit ins Dreieck. Oh, es hat sich fast kaum bewegt. Versuch es doch einmal mit etwas Anlauf. Gute Idee. Peppa nimmt einen Riesenanlauf. Aber der Sand ist sehr rutschig. Dafür kriege ich keine Punkte. Keine Sorge. Es geht darum, Spaß zu haben, nicht Punkte zu erzielen. Außerdem, beim ersten Mal ist niemand gut darin. Oh. Tolle Leistung! George. Ich muss es einfach nur weiter üben. Peppa probiert viele Sachen aus, um den Puck anzuschieben. Oh. Oh, 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 meine Eistüte! Aber nichts scheint zu funktionieren. Hast du dieses Mal meine Eistüte verfehlt? Oh! Oh nein! Ich bin dran, Peppa. Bitte sehr, Oma. Omas Puck hat Peppas Puck in das Dreieck geschoben. Ich krieg 3 Punkte. Hurra! Peppa ist begeistert und will weiter üben. Aber es sind keine Pucks mehr übrig. Oh. Schorsch hat nämlich mit dem Puck seine Sandburg fertig gebaut. Alle spielen liebend gern Shuffleboard. Aber Schorsch baut noch lieber Sandburg. Ein super Strike für einen super Bowler! Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese. Cheese. Perfekt. Das ist eure Bowlingbahn. Oh. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so. Yay! Yeah. Oh, ja! Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Oh. Du meine Güte! Vermisst jemand seine Kugel? Oh nein! Ich versuch's als nächstes. Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Oh.
Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß. Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück. Seht genau hin. Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein Superstrike für einen Superbowler. Luzi Locke hat einen Superstrike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Peppa und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical, anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge, dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra! Die U-Bahn fährt unter der Erde. Und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hierhin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug und dann... den roten Zug. Ja, sehr gut, Peppa. Nichts wie los. Zunächst muss Peppa ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke, Fahrkartenroboter. Oh, ich steck fest. Warte kurz, Peppa. Ich befreie dich. Danke, Frau Mimmel. Hier lang, Peppa. Folgt alle der blauen Linie. Ich stecke auch fest. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste. Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zugs. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Peppa. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug, das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Superkartoffel, das Musical. Oh. Denn ich bin... Superkartoffel! Hurra! Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Ha. Heute gibt es keine Autogramme. Superkartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander. Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich. Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh. Oh. Und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es.
Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch, vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi! Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um! Ihr habt das alle sehr gut gemacht! Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Miam, miam, leckeres Essen. Miam, miam. Peppa und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurantbuffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Peppa? Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee. Und was hättest du gern, Schorsch? Saft! Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig! Du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte! Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort! Peppa hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur ein Pfannkuchen, bitte, Herr Roboter. Ich kann mir später noch mehr holen. Fantastisch! Aha! Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig! Danke, Pfannkuchenroboter! Aber jetzt hat Peppa auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum. Aber wieso braucht er denn so lange? Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen.
Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen. Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurantbuffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Das Kreuzfahrtschiff hat für einen Tag auf einer Insel angelegt. Daher können Peppa und Oma Wood surfen gehen. Aber es gibt keine Wellen. Wo sind die ganzen Wellen hin? Das Meer ist heute wohl zu ruhig, um surfen zu können, Peppa. Du kannst Schorsch und mir dabei helfen, Muscheln zu sammeln, wenn du willst. Funkeln! Oh, hallo, alles eins! Wenn du willst, kannst du mit diesem Tretboot fahren, Peppa. Peppa freut sich darauf, das Tretboot auszuprobieren. Ja, bitte. Und Oma Wutz und ich fahren zusammen Jetski. Aber Oma Wutz macht sich Sorgen wegen Frau Lümmels Jetski. Peppa und Oma Wutz haben sich aus Sicherheitsgründen Schwimmwesten und Helme angezogen. Jetzt können sie unbesorgt auf dem Meer fahren. Peppas Tretboot fährt los, wenn man in die Pedale tritt. Sehr gut, Peppa. Wenn du in die Pedale trittst, bewegt sich das Boot vorwärts. Geht es etwas langsam? Hast du auch bunte Muscheln gefunden, Schorsch? Oh, die hier ist perfekt. Wundervoll! Schorsch findet massenweise Muscheln im Sand. Wie wär's denn, wenn wir mit den Muscheln eine Abbildung machen? Peppa hat auf dem Wasser einen Riesenspaß. Doch Oma Wutz sieht ziemlich seekrank aus. Schorsch hat mit den Muscheln einen Dinosaurier abgebildet. Oh, Dinosaurier! Sehr clever! Da fehlt nur noch eine besondere Muschel für das Auge. Gut gemacht, Schorsch. Frau Mümmels Welle hat Schorschs Muscheln zurück ins Meer gespült. Hallo, Schorsch. Hallo, Opa. Oh je. Aber schau, deine besonders funkelnde Muschel ist noch da. Funkel! Wow. Mir gefällt dein Dinosaurier-Sandbild, Schorsch. Schorschs Muscheln haben im Sand Dinosaurierabdrücke hinterlassen. Dinosaurier! Peppa hat Riesenspaß am Strand. Jeder hat Riesenspaß am Strand. Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gemacht. Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau! 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 Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte! Hau! 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 Noch mehr Spielmarken! Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow.
Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Wow. Ja! Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja! Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh, ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zu hoch! Zu hoch! Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich! Zu tief! Viel zu tief! Drehen wir doch einfach ein Looping! Nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung! Unglaublich gut! Fantastisch! Hurra! Wir sind gelandet! Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß! Ich habe gar keine Angst gehabt! Sagte ich doch! Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und Schorsch. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen,
gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen! Alles klar! Keine Autos! Gehen wir! Jetzt ist es sicher! Oh! Hallo, Papa! Hallo, Peppa! Hallo, Spielgruppe! Hallo, Papa Bus! Oh, es ist grün! Na dann, bis später, Peppa! Danke für die Hilfe, Polizeiwachtmeister Panda! Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein, nein, nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Oh. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts. Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Ta-tü-ta, ta-ta-tü-ta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay. Tschüss, Peppa. Au. Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts. Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Das ist Eiscreme! Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab. Oh, Peppa! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Peppa aus. Ich bin Peppa Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Peppa und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Rot, orange, gelb, grün, blau. Och.
Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Aber es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Heute findet in Peppas Spielgruppe ein ganz besonderer Unterricht statt. Heute lernt ihr etwas über den 4. Juli, den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Was? Unabhängigkeitstag? Der Unabhängigkeitstag ist ein Tag, an dem die Amerikaner all die Dinge feiern, die sie an ihrem Land lieben. Und wir haben heute einen Spezialgast. Von Unabhängigkeitstag allerseits! Herr Bulle machte vor kurzem Urlaub in Amerika und zeigt uns heute ein paar Dinge, die ihm dort besonders gefallen haben. Als erstes feiern wir ein amerikanisches Grillfest. Lasst uns alle zusammen grillen mit meinem neuen Grill. Ich bin der Grillmeister. Herr Bulles Grill ist wahnsinnig groß. Oh, danke sehr, Herr Bulle. Aber es ist besser, wenn wir später grillen, und zwar im Freien. Alles klar. Zuerst ziehen wir uns schick an. Peppa und ihre Freunde ziehen sich Sachen in den Farben der amerikanischen Flagge an. Rot, weiß und blau. Der Grillmeister und sein Grill können es nicht erwarten, loszulegen. Ist es schon soweit? Nein, Herr Bulle. Vorher wird noch dekoriert. Oh, na klar. Ich mache mich auf zum Grill. Als nächstes schmücken alle den Raum mit roter, weißer und blauer Deko. Jetzt basteln Peppa und ihre Freunde eine amerikanische Flagge. Wie viele Sterne sind auf der amerikanischen Flagge? Ganz viele. Du meine Güte, das sind aber sehr, sehr viele Sterne, Kinder. Die amerikanische Flagge hat 50 Sterne. Einen für jeden Bundesstaat. Nun, ist es schon Zeit fürs Grillen? Ja, es ist Zeit. Hurra! Herr Bulle freut sich, endlich seinen Grill zu verwenden. Und seid ihr alle bereit für ein typisch amerikanisches Grillfest? Aber jetzt ist das ganze Essen angebrannt. Was essen wir denn jetzt? Keine Sorge, ich kann nicht nur super grillen, sondern auch einen leckeren amerikanischen Apfelkuchen backen. Ja! 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 Ich liebe Apfelkuchen. Das ist das amerikanischste Gericht überhaupt, vor allem bei einem Feuerwerk. Ja! Ja! Jeder liebt Feuerwerke und Apfelkuchen. Vor allem am Unabhängigkeitstag. Hallo allerseits. Hallo, Pepp. Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle? Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte! Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte!
Nun, von mir aus gerne. Hurra! Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher. Oh. Baby Alexander gefallen die vielen Bücher. Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh je. Darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir gehen? Ich hol die Tasche. Die Spielgruppe liebt es, Baby Alexander hier zu haben. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je, das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Oh, keine Sorge, ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. Schorsch und Peppa finden das lustig. Aha. Oh je, alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht, auch nicht billig. Oh, du meine Güte, wie lange wird es dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Oh. Ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster-Truck entdeckt, der sehr robust ist. Ich denke, ein Monster-Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wär's mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra! Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Hurra! Peppa und ihre Freunde sind im Kino.
Sie haben sich gerade den Film Gemüse im Weltall 2 angesehen. Keine Sorge, Pedro. Ich werde dich retten. Weil allen der Film so gut gefallen hat, spielen sie ihn jetzt nach. Wollt ihr zu mir nach Hause kommen und dort Gemüse im Weltall spielen? Ja, bitte. Allen macht es Spaß, sich für das Spiel zu verkleiden. Pedro Pony ist ein Astronaut. Luzi Locke ist ein Roboter. Gerald Giraffe ist ein Außerirdischer. Und Peppa ist eine Weltraumheldin. Gehen wir nach draußen und spielen, dass wir auf dem Mond sind. Hurra! Alle mir nach! Piu, piu! Peppa und ihre Freunde stellen sich vor, dass sie auf dem Mond sind. Genauso wie in dem Film. Allen macht es großen Spaß, so zu tun, als würden sie auf dem Mond schweben. Oh, gute Idee, Gerald. Benutzen wir die Raketenautos und fahren damit herum. Oh je, es sind nicht genug Raketenautos für alle da. Willst du in meinem Auto mitfahren, Luzi? Luzi tut so, als wären ihre Stiefel Raketenstiefel. Jetzt können alle auf lustige Weise den Mond erkunden. Piep, piep, hurra! Ja! Juhu! Juhu! Wonach suchen wir eigentlich auf dem Mond? Piep, das Einzige, das es auf dem Mond gibt, ist der Mond. Piep. Der Mond besteht aus Käse. Vielleicht finden wir hier Käse fürs Mittagessen. Natürlich. Was ist das? Ist es ein Mondmonster? Nein, Peppa, ich bin dein Papa. Und ich bringe euch allen ein paar Käsebrote zum Mittagessen. Alle lieben es so zu tun, als wären sie auf dem Mond. Aber das Mittagessen lieben alle noch mehr. Was ist das? Heute ist Mal- und Basteltag in Peppas Spielgruppe. Ich habe viele lustige Mal- und Bastelübungen geplant. Fangen wir an mit Malen. Aber wo sind die Pinsel? Sie sind genau hier. Keiner weiß so richtig, was Madame Gazelle meint. Wo? Ich sehe hier gar nichts. Ihr übt heute Fingermalen. Statt mit Pinseln malt ihr mit euren Fingern. Ah, hurra! Peppa und ihrer Spielgruppe macht es Spaß, mit den Fingern zu malen. Eine hübsche Blume, Peppa. Danke, Madame Gazelle. Das ist ein wunderschöner Schmetterling, Luzi. Mäh, danke, Madame Gazelle. Oh. Und Klausi, das ist eine wunderschöne Pfütze. Danke, Madame Gazelle. Klausi springt in seinem Bild herum, als wäre es eine Schlammpfütze. Ah, geniale Idee, Klausi. Jetzt ist Gesichtsmalerei dran. Jeder bekommt sein Gesicht angemalt. Luzi ist ein Schmetterling, Klausi ist ein Zebra, Freddy ist ein Tiger, Emily ist ein Fisch. Und Peppa ist grün. Oh, ich bin grün. Oh, du bringst mich auf eine fantastische Idee. Madame Gazelle holt eine große Leinwand herbei mit Klebeband darauf. Was ist das, Madame Gazelle? Wieso? Das ist ein wunderschönes Gemälde. Ich sehe aber kein Gemälde. Ja, es ist nämlich noch nicht ganz fertig. Nehmt euch jetzt alle eine Farbflasche
und spritzt davon so viel ihr wollt auf diese Leinwand. Gut so, Kinder. Seid schlampig. Habt Spaß. Aber kleckert nicht auf den Boden. Allen macht es richtig Spaß, die große Leinwand zu bemalen. Es ist wunderschön. Ich liebe es. Ich auch. Aber ich sehe immer noch kein Gemälde. Aha. Gleich siehst du eines, Peppa. Madame Gazelle nimmt das Klebeband von der Leinwand. Durch das Klebeband sieht das Gemälde aus wie ein Stern. Stern. Peppa gefällt. Heute spazieren Peppa und ihre Familie zum Ententeich. Aber eine Metallschranke versperrt ihnen den Weg. Tut mir leid, der Weg ist gesperrt. Aber der Teich ist gleich da drüben. Es ist leider viel zu rutschig. Oh, oh, oh! Oh. Folgen Sie einfach den Umleitungsschildern mit den hellroten Pfeilen darauf. Es geht ganz schnell. Eine Umleitung ist, wenn man einen anderen Weg nehmen muss. Kommt alle mit! Das wird ein Abenteuer! Dann bis gleich, Enten. Hier ist es. Peppa hat den ersten hellroten Pfeil gefunden. Und noch einen. Aha. Und noch einen. Und noch einen. Aber das fünfte Schild ist umgefallen. Bitte, bitte aufwachen, Herr Schild. Keiner weiß, wie der Weg weitergeht. Gehen wir nach links oder nach rechts? Wer nach rechts geht, hat recht. Oh, haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Wir wissen nur nicht, wo wir sind. Wenn man nicht weiß, wo man ist, hat man sich wahrscheinlich verirrt. Oh. Schaut, eine Ente. Hallo, Ente. Entschuldigen Sie, Frau Ente. Wissen Sie, wo der Ententeich ist? Was haben wir doch für ein Glück. Bring uns hin, Ente. Das hier ist ein Entenpfad, Papa. Ab jetzt müssen wir alle so watscheln wie die Enten. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Wir gehen jetzt zum Ententeich, wackel, wackel, pack. Dort machen alle Enten so quack, quack, quack. Peppa und ihre Familie sind am Ententeich angekommen. Wir sind da! Yeah! Yeah! Ihr habt euch Zeit gelassen. Seid ihr froh, die Umleitung genommen zu haben? Ja, so hatten wir viel mehr Spaß. Und es war auch nicht rutschig. Heute früh macht sich Peppa ein leckeres Frühstück. Wo sind denn die Cornflakes hin? April, April. April, April? Was ist das? Heute haben wir den 1. April. Heute bringen sich die Leute zum Lachen, indem sie einander Streiche spielen. Ich hab dich mit den Cornflakes reingelegt. Ich mag lustige Streiche. Spielen wir Papa einen Streich? Das ist eine tolle Idee. Papa Wutz liest gerade auf dem Sofa. Aber Mama Wutz und Peppa wollen ihm einen Streich spielen. Kannst du mir bitte die Brille da geben, Mama Wutz? Natürlich. Peppa und Mama Wutz spielen Papa Wutz einen Streich. Oh, danke. Echt seltsam. Mit dieser Brille sehe ich noch schlechter als zuvor. April, April. Oh, das ist ja eine Scherzbrille. Wirklich lustig. Aber ihr könnt mir heute keinen Streich mehr spielen.
Dafür bin ich nämlich viel zu clever. Peppa spielt Papa Wutz noch einen Streich. Oh nein, ich kriege diese Chipsdose einfach nicht auf. Hilfst du mir bitte, Papa? Na klar, Peppa. Die haben mich aber erschreckt. April, April! Ich bin wieder reingefallen, Peppa. Gut gemacht. Willst du mir jetzt dabei helfen, Mama Wutz auch einen April-Scherz zu spielen, Peppa? Peppa und ihre Familie sind mit dem Abendessen fertig. Jetzt ist die Nachspeise dran. Peppa und ich haben einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken, nicht wahr, Peppa? Ja. Das ist aber nett. Er sieht köstlich aus. Da stimmt was nicht mit meiner Gabel. Versuch's mit deinen Händen. Peppa und Papa spielen Mama Wutz einen Streich. Oh. Hey, das ist gar kein Kuchen. Das ist ein Schwamm mit einer Glasur drauf. April, April. Oh, das war clever von euch. Da fällt mir etwas ein. Schorsch hat hier ein paar Kekse für dich, Peppa. Yeah, danke, Schorsch. Ich liebe Kekse. April, April. Peppa liebt den ersten. Heute gehen Peppa und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft! Peppa darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen. Alles okay, Peppa? Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen, aber sie passen einfach nicht rein. Hm, brauchst du wirklich alle Spielsachen? Na gut, dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier! Und den Dinosaurier! Wundervoll! Denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Peppa? Oh, machen wir Spaghetti! Ich liebe Spaghetti! Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblingssandwich? Marmelade! Peppa, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladensandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Peppa? Wir brauchen eine bequeme Picknickdecke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Peppa. Oh nein! Beim Marmeladensandwich machen richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los. Keine Sorge, man kann keine Marmeladensandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppas Sandwiches sind dreieckig. Tada! Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Peppa? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Peppa. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß. Oh nein, es regnet. Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh je, wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, Peppa. Oh. Aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja! Peppa hat das Picknick im Haus vorbereitet. Jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick! Alle genießen Peppas Picknick. Und Peppa hat es liebend gern vorbereitet. Hurra! Hallo, ich bin Königin Peppa. Heute tut jeder in der Spielgruppe so, als sei Peppa die Königin. Ich bin die Königin und ich befehle euch,
dass ihr alle lauter Leckereien essen sollt. Zu Befehl, Eure Majestät. Königin Pepper genießt es, die Königin der Spielgruppe zu sein. Sie genießt auch die ganzen Leckereien. Miau, hier sind ein paar Rosinen, Frau Königin. Mm. Oh, danke, Molly. Ich liebe Rosinen. Aber ich bin schon echt richtig satt. Darf ich für eine Weile König spielen, wenn du satt bist, Königin Pepper? Gute Idee. Hier, bitte sehr, König Pedro. Jetzt ist Pedro Pony der König der Spielgruppe. Ich befehle, jeder hier muss jetzt hüpfen. Wieso, Herr Majestät? Weil Hüpfen Spaß macht. Okay. König Pedro hat recht. Hüpfen macht Spaß. Mir gefällt, wie du hüpfst, Klausi. Hüpf. Danke, König Pedro. Hüpf, hüpf. König Pedro, du hast gesagt, jeder muss hüpfen. Also musst du auch hüpfen. Oh, das stimmt. Hüpf, 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 hüpf. Hast du Lust, jetzt die Königin zu sein, Molly? Miau. Ja, bitte. Hüpf. Hüpf. Jetzt ist Molly die Königin. Oh, ich befehle, dass jeder von euch jetzt ganz, ganz leise sein muss. Oh. Und ich befehle, jetzt macht alle Lärm. Und jetzt leise sein. Und jetzt macht Lärm. Alle haben viel Spaß dabei, Königin Mollys und König Klausis Regeln zu befolgen. Leise. Laut. Jetzt ist Schorsch der König. Oh. Ach, Dinosaurier! Hurra! König Schorsch befiehlt, jeder soll so tun wie ein Dinosaurier. Es macht allen Spaß, König der Spielgruppe zu sein. Aber Dinosaurier zu spielen macht allen noch viel mehr Spaß. Wow! Oha! Wie aufregend! Und das ist Schauspiel! Tada! Heute ist der sehr berühmte Schauspieler Superkartoffel bei Peppas Spielgruppe zu Gast und gibt den Kindern Schauspielunterricht. Nein, bitte! Ihr seid zu gütig! Und jetzt, Kinder, könnt ihr selbst versuchen, etwas Theater zu spielen. Oh. Ihr seht erst ein Bild aus diesem Hut und dann spielt ihr das Gefühl auf dem Bild nach. Jip, ich fange an. Freddy Fuchs hat das Gefühl traurig gezogen. Also tut er jetzt so, als sei er traurig. Oh. Er schauspielert. Oh. Spektakulär! Jip, jip. Jetzt versucht es alle mal! Wehe mir! Geht es sehr gut, Superkartoffel? Na klar! Ich spiel nur Theater! Alle sind von Freddys Schauspieltalent beeindruckt. Wer will es als Nächster versuchen? Darf ich jetzt ziehen, bitte? Peppa hat das Gefühl glücklich gezogen. Jetzt muss sie so tun, als sei sie glücklich. Wieso hüpfst du denn jetzt, Peppa? Weil es mich super glücklich macht, in Schlammpfützen zu hüpfen. Super! Lasst uns hüpfen! Es macht alle glücklich, in unsichtbaren Schlammpfützen herumzuspringen. Darf ich jetzt ziehen, bitte? Natürlich. Luzi Locke hat das Gefühl überrascht gezogen. Jetzt muss sie überrascht tun. Oh! Oh, habe ich es falsch gemacht?
Du hast es gut gemacht, Luzi. Ja! Super Schauspielleistung. Luzi Locke hat das Gefühl überrascht, so gut gespielt, dass sie damit alle überrascht hat. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt alle das Zeug dazu, Filmstars zu werden. Ja, ihr habt alle super geschauspielert. Ihr habt mich echt... Oh. Überrascht! Ja, ihr seid alle tolle Schauspieler und deswegen bin ich auch überhaupt nicht... Traurig! Das stimmt. Diese Stunde war echt super. Deswegen bin ich jetzt super... Glücklich! Peppa liebt es, mehr über Gefühle zu lernen. Fast so sehr, wie in Schlammpfützen herumzuspringen. Peppa und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg! Hab's gleich geschafft! Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich. Ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Oh. Fang, Peppa! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt, wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher. Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist... kalt! Da ist der Ball. Hurra! Lasst uns hinausgehen. Von wo sind wir reingekommen? Peppa, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Peppa und ihre Familie sehen sich einen Film im Kino an. Ich muss auf die Toilette gehen. Okay, Peppa. Nehmen wir die Toilette vor dem Kinosaal. Wir gehen nur mal kurz auf die Toilette. Die Toilette? Gute Idee. Oh je, die Toilette wird geputzt und ist außer Betrieb. Aber ich muss dringend aufs Klo. Da ist eine Toilette die Straße runter. Folgt mir allerseits. Peppa und ihre Familie haben die Toilette gefunden. Hier ist die Toilette, Peppa. Stellen wir uns an. Ich fürchte, ihr müsst euch hinten anstellen, nämlich da drüben. Die Schlange vor der Toilette ist aber wirklich sehr lang.
weiß nicht, ob ich es so lange halten kann. Es gibt doch eine Toilette im Supermarkt. Versuchen wir es dort. Peppa, Mama Wutz, Papa Wutz und Schorsch suchen überall nach einer Toilette. Sie versuchen es im Supermarkt. Oh, aha. Oh. Sie versuchen es im Zoo. Oh. Ah. Tut mir leid, Peppa. Diese Toilette ist kaputt. Sie versuchen sogar in einem Toilettengeschäft. Es tut mir leid, aber diese Toiletten hier sind nur zum Anschauen da. Es gibt hier nirgendwo eine Toilette. Oh je, jetzt muss ich selbst auf die Toilette. Ich auch. Schaut, die Kinotoilette ist wieder in Betrieb. Hurra! Peppa und ihre Familie können sich jetzt endlich wieder den Film ansehen. Aber der Film geht gerade zu Ende. Gucken wir ihn uns noch mal von vorne an. Muss irgendjemand vorher noch auf die Toilette? Oh, das Nebelhorn jagt mir Angst ein. Peppa und ihre Familie sind heute auf einem Kreuzfahrtschiff. Hallo allerseits, willkommen an Bord. Seid ihr bereit für den Sicherheitsrundgang? Die erste Offizierin, Frau Mümmel, zeigt ihnen nun alles, was für die Sicherheit des Schiffes wichtig ist. Ich freue mich schon drauf. Mit Booten kenne ich mich nämlich aus, wisst ihr? Ich verbringe lieber etwas Zeit auf der Sonnenliege. Viel Spaß! Hier entlang, folgt mir bitte! Ei, ei! Oh. An der Seite dieses großen Bootes hängen viele kleine Boote. Dies sind die Rettungsboote. Aha. Wenn das Schiff kaputt geht, ziehen wir uns Schwimmwesten an und hüpfen rein. Hier ist deine Schwimmweste, Peppa. Brumm, 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 brumm. Oh, tja, hier ist ihre, Opa Wutz. Brumm, brumm, brumm. An Deck wird nicht gelaufen. Die Stockwerke auf Schiffen werden Decks genannt. Entschuldigung. Kein Problem, machen wir weiter. Folgt mir bitte die Treppe hoch. Ei, 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 Frau Mümmel. Die da sehen aus wie sich drehende Löffel. Das sind die Satelliten. Sie zeigen dem Schiff den richtigen Weg an. Sind das riesige Spiegel, Frau Mümmel? Nein, Peppa, das sind... Naja, also... das sind was, Frau Mümmel? Das sind die Solarpaneele. Unser Schiff wird mit Sonnenenergie angetrieben. Aber natürlich, du machst das richtig toll, Sonne. Folgt mir zum letzten Halt des Rundgangs. Dafür müssen wir wieder runter. Runter! Eine tolle Idee, Schorsch. Rutschen wir alle hinunter. Whee! Whee! Oh, das hier ist die Brücke. Das ist keine Brücke, das ist ein Raum. Der Raum, in dem der Kapitän ein großes Schiff steuert, wird die Brücke genannt. Oh, wofür sind denn all diese Knöpfe? Das kann ich dir sagen. Mit Booten kenne ich mich nämlich aus, wisst ihr? Dieser Knopf hier macht das Licht an. Ups. und mit diesem Hebel hier beschleunigt man. Oh. Ich sollte wohl damit aufhören. Gute Idee. Und wofür ist dieser Knopf? Für das Nebelhorn. Es macht einen lauten Ton, damit andere Schiffe wissen, dass wir in der Nähe sind. Würdest du gerne draufdrücken? Ja, bitte. Mensch. Das Nebelhorn jagt mir Angst ein. Entschuldige, Oma.
Peppa hat der Rundgang Spaß gemacht. Aber am meisten Spaß hatte sie mit dem Nebelhorn. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh. Oh. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle? Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich. Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Peppa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo, Oma. Hallo, Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Es ist Zeit fürs Abendessen. Doch das Essen ist angebrannt. Oh je, Mini. Denkst du, man kann es noch essen? Ich denke, wir sollten uns verwöhnen und was bestellen. Wir wählen aus, was wir essen wollen, und dann wird es uns geliefert. Es gibt chinesische Gerichte, indische Gerichte oder Sushi. Können wir das hier haben? Peppa möchte chinesisches Essen bestellen. Wir nehmen das hier und das. Und vergiss nicht, die besondere Überraschung. Peppa und ihre Familie haben viele leckere Gerichte bestellt. Was passiert jetzt? Nun, zuerst muss das Restaurant das Essen kochen und dann liefern sie es uns. Oh, aber woher wissen die, wo wir wohnen? Ich habe ihnen bei der Bestellung unsere Adresse gegeben. Aber wie kommt das Essen zu uns? Frau Mümmel bringt es uns auf ihrem Fahrrad. Guck mal, sie ist schon fast da. Gehen wir sie suchen. Peppa und Schorsch sind zur falschen Tür gegangen. Oh. Es ist da! Hier ist deine Bestellung, Peppa. Lass es dir schmecken. Danke. Oh, muss wieder los. Ich muss noch viel Essen ausliefern. Reis, Nudeln, Gemüserollen. Und die besondere Überraschung für danach. Peppa und Schorsch wissen nicht, was die besondere Überraschung ist. Mmm, ich liebe Reis.
Und ich liebe meine scharfen Nudeln. Die habe ich am liebsten. Oh, vielleicht mag ich sie ja auch am liebsten. Darf ich mal kosten? Ja, aber koste nur ganz wenig. Ich liebe Nudeln. Oh, aber diese hier sind etwas scharf. Scharfe Nudeln hat Peppa nicht am liebsten. Hier, probiert eine Frühlingsrolle mit Gemüse. Frühlingsrollen mag ich am liebsten. Peppa und ihre Familie haben die chinesischen Gerichte aufgegessen. Seid ihr bereit für eure Überraschung? Hurra! Ja. Diese hier werden Glückskekse genannt. In ihrem Inneren befindet sich eine Botschaft, die euch Glück bringt. Dieses Glück schmeckt echt fantastisch. Peppa liebt chinesisches Takeaway. Jeder liebt chinesisches Takeaway. Ganz ruhig. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Oh. Ja, das tun alle Babys manchmal. Ach. Da muss ich mit Schorsch schwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Oh, sehr gut, Peppa. So. Was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf. Spaghetti! Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott, na klar, bitteschön, Papa. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Oh, verstehe, dann verlieren wir keine Zeit. Hohoho. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo, Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Heute bewundert Peppa die Blumen in Opa Wutz Garten. Gesundheit, Peppa. Was ist all das gelbe Zeug da, Opa? Das nennt man Pollen. Bienen verstreuen ihn im Garten und helfen damit, den Blumen zu wachsen. Oh, danke, dass du den Blumen hilfst, kleine Biene. Vorsicht, Peppa. Du solltest die Biene hier bloß nicht anfassen. Aber warum, Opa? Sie ist so flauschig und süß. Der Grund ist, dass du sehr groß bist und die Biene ist dagegen sehr klein. Deswegen
könntest du ihr Angst machen. Und Bienen stechen manchmal, wenn sie Angst haben. Sie stechen? Ja, daher musst du mit Bienen sehr sachte umgehen. Und du musst ihnen ganz, ganz viel Raum geben. Manch einer ist sogar gegen ihre Stiche allergisch. Oh. Peppa weiß nicht recht, ob sie Bienen immer noch mag. Aber Bienen sind im Grunde genommen sehr, sehr nützlich und wirklich gut für die Welt. Nur dank ihnen haben wir Honig. Ich liebe Honig. Bienen machen Honig in Bienenstöcken. So wie diesem da. Kann ich sehen? Kann ich ihn mir ansehen? Moment mal. Der Bienenstock ist voller Bienen. Ihr müsst euch also erst umziehen. Tada! Ich meine, Sumsums. Peppa, Schorsch und Opa Wutz tragen eine besonders dicke Schutzkleidung, die ihren Kopf, ihre Hände und ihren Körper vor Bienenstichen schützt. Fantastisch! Opa Wutz zeigt Peppa und Schorsch einen Teil seines Bienenstocks. All die vielen Bienen leben in diesem kleinen Haus? Ja! Und in dem Haus machen sie ganz leckeren Honig. Bienen arbeiten immer im Team. Sie sammeln gemeinsam Nahrung und beschützen sich gegenseitig. So wie ich und Schorsch. Wir sind wie die Bienen und Hummeln. Summ, 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 summ. Was passiert mit dem ganzen Honig, den die Bienen machen? Na, wir geben ihn in Gläser, wie in dieses hier. Opa Wutz gibt den frischen Honig in ein Konservenglas. Und dann machen wir damit leckere Honig-Sandwiches zum Mittagessen. Yay. Das ist das beste Sandwich aller Zeiten. Danke, kleine Biene. Peppa liebt Honig-Sandwiches. Und Peppa liebt Bienen, weil sie so viel Gutes tun. Beinahe hatte ich dich. Peppa will unbedingt eine Piñata aufbrechen, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. Denn heute lernen Peppa und ihre Spielgruppe mehr über den mexikanischen Feiertag Cinco de Mayo. Oh, Kinder! Wir brauchen noch mehr Deko für das Klassenzimmer, damit sich der Raum noch fröhlicher anfühlt. Basteln wir zusammen ein paar Pompomblumen. Pompom! Mir gefällt dieses Wort. Pam, 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 pam. Drückt den Stängel aus Karton einfach in die Mitte des Klopapierknolls und voilà. Wow. Ja, ich krieg die Blume nicht hin. Ich werde dir helfen. Das ist knifflig. Du meine Güte. Alle haben sehr viele Pomponblumen gebastelt. Hey, haben wir zu viele gebastelt? Natürlich nicht. Das Klassenzimmer fühlt sich jetzt wirklich besonders fröhlich an. Als nächstes machen wir eine ganz leckere Guacamole. Guacamole? Guacamole. Eine mexikanische Leckerei aus Avocados. Man isst sie mit Karotten oder Gurken oder speziellen Chips, die man Tortillas nennt. Guacamole. Guacamole, Guacamole, Guacamole. Madame Gazelle gibt eine geschälte Avocado, etwas Limettensaft und Salz in eine Schüssel. Jetzt müsst ihr das Ganze nur noch sehr gut pürieren. Guacamole, wuff. Hat jemand Lust, etwas Guacamole zu probieren? Ja, bitte. Wirklich lecker. Leckere Guacamole, leckere Guacamole. Wunderbar, Peppa. Den Cinco de Mayo feiert man auch, indem man singt. Leckere Guacamole, leckere Guacamole, leckere Guacamole. Und tanzen ist auch besonders wichtig am Cinco de Mayo.
Peppa hat die Piñata getroffen und die Süßigkeiten sind alle rausgefallen. Peppa macht ihr erster Cinco de Mayo Spaß. Und ganz besonders viel Spaß hat sie beim Tanken. Hurra! Peppas Spielgruppe macht heute einen Ausflug zum See. Dort lernen die Kinder, wie man rudert. Wow! Ups, entschuldigt bitte! Hallo, Frau Mümmel. Hallo! Seid ihr bereit, heute in Booten zu rudern? Oh ja! Die Ruderboote stehen gleich da drüben. Los geht's! Hurra! Alle tragen Schwimmwesten und Helme, um auf den Booten geschützt zu sein. Sieht so aus, als wärt ihr alle startklar. Yeah! Ja! Peppa, Luzi und Pedro, ihr kommt ins rote Ruderboot zusammen mit mir und Opi Mümmel. Und Mandy, Emily und Klausi, ihr rudert im blauen Ruderboot zusammen mit mir und Captain Clem. Um das Boot zu rudern, müsst ihr diesen Stecken, der Ruder genannt wird, ins Wasser stecken und rudern. Genau so. Hau! Hurra! Jetzt versucht ihr mal. Alle rudern ganz begeistert die Boote. Aber keiner arbeitet als Team zusammen. Warum bewegt sich das Boot nicht, Frau Captain Mümmel? Alle müssen gleichzeitig rudern und die gleiche Bewegung machen. Genau so. Wenn ich Hau sage, steckt das Ruder ins Wasser. Und wenn ich Ruck sage, zieht es nach hinten. Versuchen wir es alle mal zusammen. Hau. Ruck. Gut gemacht. Hurra! Hau. Das Boot gleitet durch das Wasser. Alle arbeiten jetzt als Team zusammen. Das Rudern macht allen großen Spaß. Aber jetzt ist es fast an der Zeit, nach Hause zu gehen. Lasst uns zurück ans Ufer rudern, Kinder. Eure Eltern sind hier, um euch abzuholen. Piep, können wir um die Wette rudern? Eine wunderbare Idee, Mandy. Oh. Seid ihr alle bereit? Bereit! Auf die Plätze, fertig, los! Alle rudern so schnell sie können zurück ans Ufer. Peppa hilft ihren Freunden dabei, als Team zu rudern. Ho, Ruck! Ruck, Schock! So ein Druck! Wir sind fast da! Kopf an Kopf! Oh. Und Gleichstand! Gut gemacht, Kinder! Hurra! Alle sind begeistert vom Rudern und alle lieben es, als Team zusammenzuarbeiten. Pedro Pony, Molly Mietze, Mandy Maus, Gerald Giraffe und Klausi Kleff spielen Fußball. Schau, Mama, meine Freunde spielen Fußball. Hallo, Peppa. Willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte. Wer das schönste Tor schießt, gewinnt den Pokal. Peppa liebt funkelnde Pokale. Hast du etwa Lust, in unsere Mannschaft zu kommen? Nein, danke. Ich möchte gerne ganz alleine spielen. Allein zu spielen ist keine gute Idee, Peppa. Aber so gehört mir am Ende der Pokal ganz alleine. Peppa wird also ganz allein spielen. Und zwar gegen alle anderen. Auweia. Nicht schlecht, Peppa. Versuch es noch einmal. Vielleicht muss ich einfach nur fester schießen. Beinahe. Hier, bitte, Peppa. Vielleicht klappt es ja mit dem anderen Fuß. Uff. Es zählen nur Tore mit dem Ball, nicht mit dem Schuh. Squeak. Das ist zu schwer. Versuch es doch einmal im Tor.
Gute Idee, Mama. Das werde ich super machen. Hurra! Mama, wieso können die ein Tor schießen, aber ich nicht? Weil im Fußball die Teamarbeit am allerwichtigsten ist. Und du kannst kein Team sein, wenn du allein spielst und nicht in einer Mannschaft. Yeah! Darf ich bitte in eure Mannschaft? Klar darfst du das. Wir haben ein Trikot übrig. Nur für dich. Wuff, wuff. Hurra! Aber wer geht jetzt ins Tor? Ich mach das. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ja! Dann kriegst du. Du hast das Tor geschossen. Du kriegst also den Pokal. Wir haben alle das Tor zusammengeschossen, Peppa. Als Mannschaft. Das stimmt. Ihr alle bekommt den Pokal. Hurra! Ich bin eine Hexe! Peppa, Luzi Locke, Klausi Kleff und Freddy Fuchs verkleiden sich alle für ein Spiel. Ich spiele eine tapfere Ritterin. Ich werde ein Zauberer sein. Ich verkleide mich als Fußballer. Hurra! Jetzt kann unsere Abenteuerreise beginnen. Peppa stellt sich vor, dass Schorsch ein Kobold ist. Tun wir so, als ob wir Teddy vor diesem Kobold retten müssten. Ja! Das ist Schorsch, Peppa. Wir tun doch nur so, Freddy. Alle mir nach! Schaut, da ist der Kobold und Teddy. Papa Wutz schläft tief und fest. Tun wir so, als wäre Papa ein schlafender Drache. Und stellen wir uns vor, das Wohnzimmer ist eine Höhle. Folgt mir. Wir müssen leise sein, sonst wecken wir den Drachen auf. Versteck dich schnell! Meine Güte, ich muss eingenickt sein. Jetzt müssen wir alle Teddy aus diesem großen Schloss retten. Setzen wir Magie ein, um Teddy zu retten. Ich benutze auch meinen Fußball. Hallo, kleiner Kobold. Wir sind hier, um Teddy zu retten. Schorsch will kein Kobold mehr sein. Oh, willst du uns lieber dabei helfen, Teddy zu retten? Aber wenn Schorsch gar kein Kobold ist, wer hat denn dann Teddy? Dinosaurier! Jetzt stellen sich alle vor, dass der Dinosaurier Teddy entführt hat. Teddy wurde gerettet. Und zwar von der Hexe, dem Zauberer, der tapferen Ritterin, dem Fußballer und Schorsch, der kein Kobold ist. Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was stinkt hier so? Pfui, es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad.
Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Pepper, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier? Oh! Oh! Nicht hier! Definitiv nicht hier! Gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll. Wo ist die Mülltonne? Sie ist hier, Papa. Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Ups, entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad! Wow! Peppa und ihre Spielgruppe machen heute einen Ausflug in ein Insektenmuseum. Folgt mir bitte alle. Oh. Pieps, Insekten. Das hier ist der Ameisenraum. Man kann hier sogar ein paar große Roboterameisen bestaunen. Keine Sorge, die Ameise ist nicht echt. Es ist ein großer Roboter. Oh, ich liebe Roboter. Ameisen arbeiten im Team, um ihrer Königin Nahrung zu bringen. Wollt ihr auch mal eine Ameise sein? Darf ich die Königin sein? Mhm. Ja! Hurra! Peppas Freunde treten gegen die Ameisen an. Sie müssen das Blatt zur Königin Peppa bringen. Das habt ihr toll gemacht. Ihr wart ein Team, so wie die Ameisen. In diesem Raum dreht sich alles um Bienen. Man kann sich hier sogar Bienenkostüme anziehen. Ihr seht fantastisch aus. Findet ihr den Weg durch den Bienenstock, so wie richtige Bienen? Summ, summ. Dann los! Jeder liebt es, eine Biene zu sein. Aber der Bienenstock ist sehr verwirrend. Sie wissen nicht weiter. Bienen folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Summ, wir können doch auch der Sonne folgen. Alle folgen der Sonne, um den richtigen Weg zu finden. Genauso wie richtige Bienen. Das habt ihr alle ganz toll gemacht. Im letzten Raum befindet sich etwas ganz Besonderes. Pieps, das ist so hübsch. Aber niemand weiß, was es ist. Da drin ist etwas ganz Buntes.
Ist es ein Papagei? Es hat große Flügel. Oder ein Drache? Und es war vorher eine Raupe. Och. Es ist ein Schmetterling! Peppa und ihre Freunde lieben es, so viel über verschiedene Insekten zu lernen. Peppa macht es großen Spaß, mit ihren Freunden im Schnee zu spielen. Mir ist kalt. Doch bei jedem Spiel sind sie am Ende voller kaltem Schnee. Hallo, Papa. Peppa, du bist ja voller Schnee. Es ist Zeit, dass du reinkommst und dich aufwärmst. Sonst wirst du zu einem Schneemonster. Schneemonster gibt es nicht, Papa. Dürfen wir denn noch 5 Minuten spielen? Bitte! Also gut, noch 5 Minuten. Ja! Oh je. Peppa und ihre Freunde spielen vergnügt im Schnee. Sie haben gar keine Angst davor, sich in Schneemonster zu verwandeln. Auf zur Schneeballschlacht! Ja! Mich wirst du nie treffen, Peppa! Habt ihr das gehört? Es klang wie ein... Hat jemand meine Brille gesehen? Ein Schneemonster! Schnell, verstecken wir uns. Ach, hey. Verstecken wir uns hier. Puh, das Schneemonster wird uns hier nicht finden. Oh. Das Schneemonster hat sie gefunden. Peppa, ich bin es. Oh, das ist kein Schneemonster. Es ist Papa Wutz. Ich hab es euch ja gesagt. Es gibt keine Schneemonster. Komm mit, Papa. Wir werden dich aufwärmen und den ganzen Schnee zum Schmelzen bringen. Und sucht auf dem Weg nach meiner Brille. Ihre Brille! Oh. Hurra! Danke, Lucy. Papa Wutz ist sehr froh, wieder zu Hause im Warmen zu sein. Er ist jetzt kein Schneemonster mehr. Im Haus wärmen sich alle mit einer heißen Schokolade auf. Sogar Schneemonster mögen heiße Schokolade. Baby Alexander und seine Familie sind hier, um frohe Weihnachten zu wünschen. Aber Baby Alexander ist gar nicht glücklich. Warum weint denn Baby Alexander überhaupt? Weihnachten macht Spaß. Nun, es ist Baby Alexanders erstes Weihnachten. Er weiß noch nicht, dass es Spaß machen kann. Dann muss es besonders toll werden. Ich zeige ihm, was ich zum Beispiel an Weihnachten alles liebe. Ich liebe das Weihnachtsessen. Es gibt Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Nein, das musst du essen, nicht werfen. Machen wir was anderes. Geschenke einpacken macht riesen Spaß. Du machst die Schleife darauf. Nein, wir packen die hier ein, damit andere sie später auspacken können. Hm.
Baby Alexander macht es mehr Spaß, Geschenke auszupacken, als sie einzupacken. Ach. Ich glaube, Alexander mag Weihnachten überhaupt nicht. Wirklich? Er hat doch mit dir einen Riesenspaß. Aber es sollte für ihn doch ganz besonders toll werden. Das Weihnachtsfest mit dir zu verbringen, ist besonders toll, Peppa. Aber er macht alles falsch. Alexander ist noch ein Baby. Mach mit ihm einfach Dinge, die er richtig machen kann. Weihnachten für Babys. Oh, ich habe eine Idee. Baby Alexander macht es Spaß, die Weihnachtsgeschenke auszuteilen. Danke, Alexander. Das hier ist für Mama. Und er liebt es, an Weihnachten zu basteln. Bravo, Alexander. Und zu singen. Weihnachten, Weihnachten, jetzt ist es soweit. Der Christbaum ist nun schön geschmückt, es ist jetzt höchste Zeit. Hurra! Aber am meisten liebt er es, Weihnachten mit Peppa zu verbringen. So werden wir Alexanders erstes Weihnachten nie vergessen.